Das muss beunruhigen, was im neuen Verfassungsschutzbericht steht. Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten ist im vergangenen Jahr um 24% gestiegen. In Bitterfeld und Halle in Sachsen-Anhalt geht es auch in diesem Jahr so übel weiter. Dort attackieren Rechtsextreme, die sich Brigaden nennen, immer wieder Ausländer und Andersdenkende. Erst schüren sie Hass im Internet, dann verbreiten sie ihn auf den Straßen. Ausnahmezustand? Nein. Leider längst Alltag. Und einige biedere Bürger fühlen sich sogar ganz wohl damit. Arndt Ginzel und Ulrich Stoll berichten über einen Rassismus, den viele inzwischen schon normal finden. Neonazi-Aufmarsch in Merseburg vor wenigen Tagen. Ganz vorne mit dabei die Brigade Halle und die Brigade Bitterfeld. Sie bedrohen Ausländer und Andersdenkende. Der grüne Abgeordnete Sebastian Striegel beobachtet, wie sich die rechte Szene seit Monaten radikalisiert. Bei der Brigade oder bei diesen Brigaden aus Halle und Bitterfeld handelt es sich letztlich sozusagen um wirklich wenig intellektuelle Nazis, Kameradschaftsszene, zum Teil verwoben mit der hallischen Hooligan-Szene. Und insofern haben wir es hier mit sehr, sehr gewaltbereiten Klientel zu tun. Bitterfeld vor einigen Wochen. Am Rande einer Nazi-Kundgebung wird Sebastian Striegel angepöbelt und attackiert. Was willst du? Du wolltest ja also verschwinden mit dem Problem. Striegel wird regelrecht verfolgt. Wenn er sein Bitterfelder Abgeordnetenbüro betritt, muss er froh sein, wenn alles noch steht. Wir hatten, das kann man auch ganz gut hier noch mal sehen, so im Mai eine Farbschmiererei hier am Büro und dann Mitte Mai wirklich einen sehr massiven Angriff. Wir haben hier wirklich die ganze Scheibe, die ganze Hauptscheibe zerstört. Auch das Bitterfelder Büro der Linken hat kaum noch Fensterscheiben. In den letzten Wochen gab es eine Serie rechter Anschläge. Wir gehen in der Zwischenzeit davon aus, dass es also nicht bloß darum geht, materiellen Schaden anzurichten, sondern es geht tatsächlich darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Wir sind unterwegs in Bitterfeld. Schon nach kurzer Zeit tauchen Männer aus dem Umfeld der Brigade auf. Man will Stärke zeigen. Auch auf dieser Straße haben Rechte mehrfach zugeschlagen. Den 16-jährigen Punker Nick verfolgten maskierte Neonazis bis zu seiner Wohnung. Dann sind sie mir hinterher gemacht, haben hier die Haustür aufgetreten, wollten bei mir die Wohnungstüre auftreten. Das haben wir aber damit verhindert, weil wir die Tür festgehalten hatten von innen. Wenige Tage später passten die rechten Schläger Nick ab. Der Bahnhof wurde für ihn zur Falle. Der Baseballschläger kam von hinten im Rücken rein und die Quarzhandschuhe gleich auf der Schläfe. Also die wussten auch, wo sie hinschlagen müssen. Inzwischen sind die mutmaßlichen Täter ermittelt. Sie gehören zum Dunstkreis der Brigade. Bei unseren Dreharbeiten werden wir die ganze Zeit beobachtet. Wir nutzen die Gelegenheit, sprechen die Männer auf die Überfälle und die Gewalt an. Von wem seid ihr? Von Frontal 21. Hau ab! Wiederholtes Angriffsziel der Rechtsextremisten ist das Alternative Kulturwerk, kurz AKW, am Stadtrand von Bitterfeld. Johanna möchte lieber nicht ihren Nachnamen nennen. Die Designstudentin hat durch einen Brandanschlag ihren Wohnwagen verloren. Drauf gehalten. Es waren, glaube ich, 4 Feuerlöscher, die am Ende leer waren. Johanna hatte Glück. Es hätte noch schlimmer kommen können. Wenn ich hier drin gewesen wäre zum Arbeiten oder wenn ich drin geschlafen hätte, was ich im Sommer tue, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen. Marco Steckel von der Opferberatung hat die Polizeizahlen ausgewertet und allein im ersten Halbjahr 15 Nazi-Angriffe gezählt. 5-mal mehr als im Vorjahr. Politisch aktive Abgeordnete sollen durch Gewalttaten in ihrem Agieren eingeschüchtert werden. Alternative Jugendliche als zweite betroffene Gruppe sollen aus dem Stadtbild von Bitterfeld verschwinden. Das ist Terror von rechts. Terror von rechts. Auch der Verfassungsschutz beobachtet die Radikalisierung der Brigade mit Sorge. Erst schürten sie Hass im Internet, jetzt schlagen sie auf der Straße zu. Für uns ist das eindeutig eine rechtsextremistische und neonazistische Gruppe, die sich fremdenfeindlich geriert, gegen Ausländer hetzt und ein Bedrohungspotenzial aufbaut in dem Bereich, wo sie in Erscheinung tritt. Unsere Sorge ist es, jedenfalls schauen wir uns das genau an, dass sich dort vielleicht ein Netzwerk bildet.
dass dann mehr oder weniger offen mit Straftaten oder auch ohne Straftaten auftritt. Ein Netzwerk, das bis zur Old School Society reicht. Die OSS ist eine Neonazi-Gruppe, die im Internet hetzte und zu sogenannten Hausbesuchen aufforderte, also zu Überfällen auf Andersdenkende. In dieser Laubenkolonie im sächsischen Borna traf sich die Old School Society. Im Mai wurden 4 Mitglieder verhaftet wegen Terrorverdacht. Sie sollen Anschläge auf Asylbewerberheime in dieser Laube vorbereitet haben. Als im April in Bitterfeld eine Neonazi-Demo geplant wird, bittet ein Rechter aus dem Brigadeumfeld die OSS-Mitglieder im Internet um Hilfe. Sie sollen zum Marktplatz von Bitterfeld kommen, als Unterstützer im Kampf gegen Linke. Es sind auch einige Schlafplätze vorhanden. Bei Rückfragen bitte an die bekannten Kameraden in Bitterfeld wenden. 30 Kilometer weiter westlich. Wir sind in Halle im Stadtteil Silberhöhe. Ein sozialer Brennpunkt mit hoher Arbeitslosigkeit. Die örtliche Brigade kooperiert mit der Brigade Bitterfeld. Sie macht Jagd auf 4 lebende Roma-Familien. Wir treffen eine Frau, die Opfer rechter Gewalt berät. Ihren vollständigen Namen dürfen wir nicht nennen. Sie beobachtet, dass die Brigade Halle und ihre Helfer seit Monaten immer brutaler vorgehen. Wir hatten letztes Jahr 4 antiziganistische Angriffe und dieses Jahr haben wir 37 Straftaten, wovon auch mindestens 10 Gewaltstraftaten dabei sind. Von Beleidigung bis hin, dass Autos angezündet werden, Kinderwagen im Haus angezündet werden und immer Roma von diesen Angriffen betroffen sind. Dezember 2014. Auf der Silberhöhe macht die Brigade Halle mobil. Sie enthüllt ein Plakat mit der Losung: Wir kommen wieder, keine Frage. Damit zitiert die Brigade das zynische Bekennervideo des nationalsozialistischen Untergrunds NSU, in dem weitere Morde angedroht wurden. Ich war da oben gewesen, an dem Hochhaus, und hat die Brigade das Plakat runterhängen lassen, natürlich als klares Signal in die rechte Szene hinein und als Bekenntnis der rassistischen Morde des nationalsozialistischen Untergrunds. Einige der Männer auf diesem Platz waren damals bei der Demo. Sie stehen dazu und behaupten, die Roma würden sich nicht an ortsübliche Sitten halten. Und wie finden Sie das, dass die da so einen NSU-Spruch auf dem Plakat runterlassen? Das finde ich in Ordnung. Warum? Wir werden als Ausländer langsam beteiligt. Weil wir sind hier Deutsche und als Nazis beschimpft. Die Brigade Halle, sagen sie, schütze sie und ihre Kinder vor den Ausländern. Das finden auch andere gut. Es ist vorgekommen, dass sie patrouillieren und ich finde es auch gut, dass sie die Kinder, die jetzt angegriffen werden oder denen das Frühstück von den Zigeunerkindern geklaut wird, ja, dass die an der Hand genommen werden von den Leuten und dass die die gesichert in die Schule bringen. Finde ich in Ordnung. Die Brigade Halle ist für jeden da. Naja, die helfen. Wobei. Na, gegen die Rumänen. Beifall von den Anwohnern für die Jagd auf Roma. Wir treffen die Opfer. Keiner will offen mit uns reden. Wir müssen Anonymität zusichern. Ein Nazi verfolgte mich, als ich mit meinem Auto nach Hause kam. Ich flüchtete in die Wohnung. Er trat eine Scheibe an der Tür ein und versuchte, das Türschloss aufzuknacken. Als das nicht klappte, zerschlug er mit einer Teleskopstange meine Autoscheibe. Der Nazi beschimpfte uns: Fick dich, Zigeuner, wir kommen wieder und schlagen dich. Sie haben meinen Kinderwagen angezündet, der vor der Tür stand. Ich musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. 10 Nazis haben die Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen. Die Kinder haben geweint. Auf der Straße haben sie Böller nach mir geworfen. Sie haben auch meine Schwiegertochter und eine schwangere Freundin bedroht und bis in die Wohnung verfolgt. Ein Mann, erzählen sie, zog bereits aus, weil die Nazis drohten, sein Kind zu ermorden. Der Terror zeigt Wirkung. An der Straßenbahnhaltestelle wurden wir von 2 Nazis bedroht, mit dem Messer und einem Elektroschocker. Seitdem trauen wir uns nicht mehr raus. Wenn alle wegsehen, kommen die Nazi-Brigaden ihrem Ziel näher. National befreite Zonen. Die Vertreibung aller Fremden.